Willkommen heute hier aus Niedersachsen und damit willkommen aus Hannover. Heute zur Begegnung zwischen Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Mal schauen, welches dieser beiden Teams hier und heute mehr als nur 3 Punkte am Ende auf dem Konto hat. Und damit kann's losgehen. Das Team aus Niedersachsen in den roten Trikots gegen das Team aus Rheinland-Pfalz in Schwarz. Ja, einige Änderungen bei Niedersachsen im Mittelfeld und auch in der Verteidigung. 2 neue Spieler, Hübers und auch Stach, fallen heute aus. Osterhage und auch hier Halstenberg nun mit von der Partie. Auf der anderen Seite sehen wir keine Wechsel bei Rheinland-Pfalz. Und man spielt genauso wie im knappen Erfolg gegen Hessen. Aber die erste Möglichkeit, Pasalic und Reeves. Unten einmal hier eingeblendet, wer wie spielt. Wie gesagt, Niedersachsen mit 2 Änderungen gegenüber dem letzten Spiel. Bei Rheinland-Pfalz ist alles so geblieben wie im ersten Spiel. Klar, in dem ersten Spiel ist einiges schief gegangen, aber hier und heute will man auf jeden Fall Besserung zeigen. Gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle. Man würde am Anfang der Saison sagen, beide Teams ungefähr gleich stark. Dementsprechend ist dieses Spiel ein wichtiges Spiel. Erstmal die nächste Möglichkeit hier vielleicht für die Niedersachsen über Undarf. Und Völkrug mit dem Pfostenschuss. Völkrug auch heute definitiv im Blickpunkt. Die Frage ist, wer könnte eventuell das dritte Tor erzielen und damit momentan auf Platz 1 der Torschützenliste wandern. Das wird natürlich heute Niklas Völkrug gerne machen im ersten Spiel gegen Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden Tore erzielt, trotz der Situation, dass man durch die rote Karte da einige an Problemen hatte, hatte man dieses Spiel dennoch gewonnen. Stände und Dreves. Hat man das Spiel dennoch gewonnen. Auf der anderen Seite Rheinland-Pfalz in Überzahl. In höchster Not geraten. Also unterschiedlicher kann im Endeffekt der erste Spieltag für diese beiden Teams eben nicht gelaufen sein. Das eine Team ist in Unterzahl geraten, hat gewonnen. Das andere Team war in Überzahl und hätte eventuell das Spiel fast nicht gewonnen. Hier Abseitssituation, klar und deutlich. Da hätten wir jetzt keine Technik gebraucht, aber haben wir trotzdem gekriegt. Kühn hier im Abseits. 16 Minuten bislang von der Uhr runtergenommen. Amiri. Ja, kommt am Verteidiger vorbei, aber eben am zweiten Verteidiger nicht. Also am Busch kam er vorbei, der hat auch direkt den Ball wieder weggenommen. Amiri, Pasalic und Knoche dazwischen. Knauf. Undaf auf Völkrug, der rausgespielt. Kühn. Kühn versucht es selbst. Versucht es selbst, hätte vielleicht den Ball in Richtung Mitte nochmal flanken können, hat er hier nicht getan. So, die Situation vergeben. Schuhen wieder im Tor, der natürlich keine gute Position, keine gute Partie gezeigt hat gegen das hessische Team. Chor. Und Osterhage dazwischen. Kontermöglichkeit hier für die Hausherren. Wieder über Knauf. Da versucht man natürlich das bisschen über die Flügel zu gestalten. Eggestein. Guter Pass auf Undaf. Und Undaf für den 1:0 für Niedersachsen. Die Hausherren führen hier mit 1:0. Auch hier könnte man natürlich sagen, starke Kombination. Auch hier könnte man sagen, man hätte ihn auch theoretisch rüberspielen können zu Niklas Völkrug. Aber in der Hinsicht wird es wahrscheinlich vielen niedersächsischen Fans völlig egal sein, denn ihr Team führt. ...1:0 Niedersachsen, Undaf, erster Saisontreffer. Im zweiten Spiel. 25 Minuten
von der Uhr. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird jetzt das Team aus Rheinland-Pfalz reagieren? Oder könnte es eventuell so sein, dass sie überreagieren? Ah, hat den Ball dann gerade noch so gerettet. Ball geht in die Mitte, Orban. Dazwischen. Busch. Und Kühn, dieses Mal an Koch gescheitert. Osterhage. Und Stindl. Stindl, ah, kann sie Ball gerade noch so behaupten, Baku. Pasalic. Und wieder Baku. Pasalic. Ball geht stark rüber und Amiri! Triefst zur Stelle. Beschwert sich Seisi vor den Leuten. Wieso lässt ihr ihn da so frei stehen? Wenn der den auch richtig gut trifft, dann netzt der ohne Probleme ein. Ecke für Rheinland-Pfalz. Ecke kommt. Kopfball nicht. Gieselmann dazwischen. Amiri. Nächster Flankenball und Pasalic. Wieder mit einem Volley. Wieder versucht man einfach die Lücke zu nutzen. Und wieder ist Drews dazwischen. Nächster Eckball. Ecke, wieder Amiri, zeigt an, er möchte den Ball hochspielen. Na, wieder Gieselmann, der wieder den Ball rausklärt. Esswein. Und Ball geblockt. Kontermöglichkeit eingeleitet. Von den Niedersachsen über Eggestein. Und das ist Gieselmann. Gieselmann, starker Ball und Niklas Füllkrug. Mit der nächsten Möglichkeit für die Hausherren aus Niedersachsen. Schuhen steht richtig. Kühn. Ja, dieses Mal aber Ball gesehen von Koch und dementsprechend entschärft. Eggestein. Wieder Koch mit dem Kopfball dazwischen. Pasalic und Esswein. Ah, kein guter Pass. 4 Minuten noch in Durchgang 1. Füllkrug. Und Kühn. Wieder Füllkrug. Und dieses Mal kann man sagen, hätte er den Ball rübergespielt. Undaf war gar nicht mal so schlecht positioniert. Pasalic und Amiri. Über den läuft hier heute viel. Über Amiri aber bislang eben noch kein Tor. Nachspielzeit wird von der Seite angezeigt. 1 Minute, das wird die letzte Möglichkeit im Durchgang 1 sein. Die aber hier dementsprechend vertan ist. Und so ist es dann der Halbzeitstand. Niedersachsen führt hier mit 1:0 gegen Rheinland-Pfalz durch den Treffer. Von Undaf, durch den Treffer von Undaf, so rum. Und ja, die Frage stellt sich natürlich, Durchgang 2, hoffentlich so spannend wie Durchgang 1. Ich hoffe es. Herzlich willkommen aus Hannover, heute zum Spiel zwischen Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Niedersachsen in den roten Trikots gegen Rheinland-Pfalz in schwarz. Bislang führt die niedersächsische Mannschaft hier mit 1:0 durch Undaf. Es wird hier einiges probiert und die nächste Möglichkeit. Aber der Ball war von Esswein nicht gut geschossen. Also früh versuchen sie hier den Ausgleich zu erzielen. Rheinland-Pfalz versucht einiges. Bislang funktioniert es nicht. Entweder man scheitert an Drews, also an ihm hier am Schlussmann der Niedersachsen, oder an sich selber. Auf der anderen Seite Niedersachsen eben mit dem wichtigen Tor, mit dem vielleicht entscheidenden goldenen Tor. Das wird sich eben zeigen. Haben auch einige Möglichkeiten gehabt, hier zu erhöhen, haben es aber bisher nicht geschafft. Also ein Spiel, was definitiv
in der zweiten Durchgang, in dem wir jetzt gerade sind, vielleicht für Spannung herrschen könnte. Orban, ja. Es gibt Eckball. Eckball, interessanterweise, wir wollen das hier ganz schnell machen. Also, sie führen hier, ja, natürlich peitscht es ihn hier an, sagt, wieso macht er denn so langsam? Ich wollte hier schnell einen Eckball machen. Das hat hier so überhaupt nicht funktioniert. Von Kühn, Ecke, von Kühn, Halstenberg! 2-0! Ich glaube, das war die Taktik von Kühn. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das war ein richtig guter Eckball und auch ein richtig guter Kopfball. Ecke kommt und der Kopfball auch. Da sind sich die zwei nicht ganz sicher. Wer springt denn jetzt? Und dann schubsen sie sich, glaube ich, noch gegenseitig. Jawohl, dann schubsen sie sich auch noch gegenseitig weg. Halstenberg mit dem Kopfball. Und er war punktgenau. Schulen ohne Chance. Der ärgert sich natürlich. Das hätte natürlich auch hier anders aussehen können. Aber nein, in der Hinsicht ist es das nicht. Halstenberg mit dem 2-0. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wird jetzt passieren? Vielleicht direkt die Antwort über Serda, aber Busch hinten dazwischen. Jetzt müssen sie was tun. Pasalic aus der Distanz. Hier und heute einer der wenigen Tage, die mal nicht regnerisch sind. Also bislang haben wir in dieser Saison viele Spiele im Regen gehabt. Hier sieht man jetzt mal endlich ein Spiel, was eher nicht im Regen stattfindet, was natürlich auch dann auf Passgenauigkeit und Co. zählen darf. Ich sage. Und Unda verliert den Ball gegen Chor. Kontermöglichkeit vielleicht jetzt für die Pfälzer. Osterhage. Und für Krug. Ja, sie spielen sich den Ball punktgenau zu. Was natürlich für den Gegner überhaupt nicht gut ist. 30 Minuten noch auf der Uhr. Durm. Und Stindl. Ja, verliert den Ball unglücklich gegen Knoche. Kühn. Kühn. Starker Pass auf Füllkrug. 3-0. Dritter Saisontreffer. Damit ist Niklas Füllkrug jetzt aktuell alleiniger Torschützenkönig. Klar, nach zwei Spieltagen darf man das noch nicht so hoch bewerten, aber was für eine gute Übersicht hier. Von Kühn und Füllkrug auch wieder hier punktgenau. Wieder nimmt er das Alu mit, so wie vorhin schon Halstenberg. Aber das Tor ist groß genug. An Abschluss ist es das 3-0. Nächster Treffer. Und jetzt natürlich ist Rheinland-Pfalz gefordert, um das hier nicht unter die Räder zu kommen. Füllkrug. Und das ist Bursch. Kühn. Und Füllkrug. Ah, kommt hier an Chor nicht vorbei. Serda. Pasalic. Ja, versucht das so ein bisschen selbst, versucht ein bisschen längere Wege zu gehen. Baku, Ball kommt, aber ja, zu unpräzise, kein Problem hier für Busch, den Ball rauszuklären. Kontermöglichkeit für Niedersachsen, wir gehen das hier ruhig an. Klar, bei einer 3-0-Führung kannst du sowas auch ein bisschen ruhiger angehen. Man darf aber auch im Hinterkopf nicht vergessen, ne? Tabellenführung könnte auch möglich sein. Und Serda! Und triffst zur Stelle. Guter Kopfball-Ecke für Rheinland-Pfalz. Wechselt. Cechi kommt für Osterhage auf der anderen Seite. Turm geht. Narey kommt, der ja auch das goldene Tor erzielt hat gegen Hessen. Aber bei einem 0-3-Rückstand goldenes Tor reden ist ein bisschen sehr vage. Aber vielleicht kann er hier den einen oder anderen Treffer nochmal beitragen, um das Ergebnis schöner zu gestalten. Serda. Ah. Kommt hier nicht. Und Serchi vorbei.
und kann so keinen Angriff machen. Nächster Angriff, Viertelstunde noch auf der Uhr. Knoche wehrt ab, es gibt Eckball. Niedersachsen-Fest natürlich hellauf begeistert. Ihr Team führt hier zu Hause. Es sieht alles nach 3 Punkten aus. Das Ergebnis stimmt. Natürlich in den nächsten Wochen stehen auch keine leichten Gegner an. Wechsel bei Niedersachsen. Kompletter Stürmerwechsel. Ist auch interessant. Beide Stürmer raus, 2 neue Stürmer rein. Bei einem Stand von 3:0 im positiven Sinne. Nicht einem 0:3 Rückstand, wo du dann Stürmer auswechseln musst. Also vielleicht möchte man jetzt hier den einen oder anderen Stürmer nochmal eine Chance geben, sich hier zu beweisen. Amiri, ja, knüpft natürlich irgendwie so ein bisschen schon an die erste Halbzeit an, da wo er auch so ein bisschen glücklos gespielt hat. Und das ist Höhler eingewechselt. Klaus ebenfalls eingewechselt, also die sollen hier jetzt vorne für Tore sorgen. Stindl aus der Distanz gegen Knoche gescheitert. Und das ist Klaus, bald dabei nach vorne, aber auch zu ungenau. Kühn. Bislang Kühn einer der Spieler aus meiner Sicht hier Man of the Match würdig. Höhler. Höhler! 4:0! Eingewechselt und getroffen. So kann man es machen. Aber auch hier wieder, guter Pass vorher, Höhler beobachtet, schaut, wie kann er schießen. Dann aus 15 Metern macht er ihn rein. Und dann darf man auch sagen, was für eine Qualität man auch von der Bank bringen kann, hier bei Niedersachsen, 4:0. Und natürlich, sie wollen hier mehr. Anscheinend mittlerweile Rheinland-Pfalz sich so ein bisschen aufgegeben. Kühn. Nächster Ball auf Höhler. Höhler kommt aber nicht am Chor vorbei. Wird hier zu Fall gebracht. Will einen Elfmeter haben. 5 Minuten vor dem Ende. Den kriegt er nicht. Wechsel bei Niedersachsen. Auch da hier Doppelwechsel. Auch hier wieder Spieler Zeit geben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite kommt Löwen für Amiri. Also, sie wechseln hier aus. Polter unter anderem jetzt am Feld für Knauf. Und Busch geht. Dafür kommt Haider rein ins Feld. Also das wird hier wirklich tatsächlich einfach nur noch genutzt, um ein bisschen Spielpraxis für die Spieler auf der Bank weiterzugeben. Stände auf besagten eingewechselten Löwen. Löwen versucht hier mit einem guten Zweikampfverhalten da sich zu behaupten. Aber ja, dieses Zweikampfverhalten hat eben dann auch hier diesen Schuss zu verantworten, der dann eben doch nicht so wild ist. Nachspielzeit von der Seitenlinie wird auch angezeigt. Es ist sage und schreibe 2 Minuten auf der Uhr. Das wird dann das Ende sein. Niedersachsen gewinnt hier klar und deutlich mit 4:0. Und hier nochmal einen bösen Foul. Und hier nochmal die gelbe Karte für Koch. Wie gesagt, das darf nach hinten raus eventuell auch interessant werden. Nach 5 gelben Karten wird man auch gesperrt. Also ein aus meiner Sicht völlig unnötiges Foul zu einer völlig unnötigen Zeit. Also hier 90. Minute, das Spiel ist bereits entschieden. Und dann geht da dieses Foul ein. Nicht verständlich. Freistoß, das wird wahrscheinlich die letzte Situation des Spiels sein. Freistoß für Niedersachsen. Freistoß kommt, Kopfball wird von Löwen geklärt und den Eckball gibt der Schiedsrichter nicht mehr, denn das Spiel ist bereits entschieden und damit ist es vorbei. Niedersachsen gewinnt hier klar und deutlich mit 4:0, einer besseren Performance als gegen Mecklenburg-Vorpommern, während Rheinland-Pfalz ähnlich anknüpft wie schon im vergangenen Spiel. Dieses Mal aber mit 11 gegen 11 und dementsprechend hat man dieses Spiel im zweiten Durchgang verloren. Niklas Füllkrug heute Man of the Match. Naja, auf jeden Fall gewinnt Niedersachsen hier mit 4:0 gegen Rheinland-Pfalz. Bis zum nächsten Mal und ciao.